und herzlich willkommen zur Sonntagsausgabe der Wohnzimmershow hier aus Frönnenberg an der Ruhr vom 25. September. Ja, wir haben jetzt 11 Uhr vormittags und der Tag verspricht, das zu halten, was man vorausgesagt hat, nämlich ein Spätsommertag. Sonne pur, ganz wenig weiße Wölkchen am Himmel und da wollen wir doch den Tag heute genießen. Und wenn es denn dann stimmt, was die Meteorologen sagen, haben wir noch eine schöne sonnige Woche vor uns und ich hoffe, diese Woche verbringen wir auch wieder gemeinsam. Ich habe wieder einiges mitgebracht, heute allerdings nicht den Hellweger Anzeiger, weil es den sonntags ja nicht gibt, aber trotzdem einige interessante Nachrichten zu Facebook und aus der Region und natürlich ein wenig Musik. Heute starten wir mit Bill Ramsey aus einem Spielfilm der 60er Jahre. Als sie kam, ja, da hatte sie viel von dem gewissen Wiggle, war doch Sexappeal. Und der Hüftendrehen war so fotogen, ja, da wurde ich gern ihr Mäzen. Hey, da kommt sie, oh lei, da geht sie schon wieder die Straße entlang. Oh, sie swingt so schön, so im Vorübergehen, das Mädchen mit dem aufregenden Gang. Nostalgische Erinnerungen kommen hoch. Bill Ramsey war das, der übrigens immer noch unterwegs ist mit den Kollegen Alice und Ellen Kessler und den Orchesterleitern Max Greger und Hugo Strasser in einem Programm, das nennt sich Swing-Legenden und ist noch bis Ende 2011 on Tour, für die, die es interessiert. Ist sicherlich eine ganz interessante Veranstaltung. Hier in Frönnenberg heute natürlich keinen Hellweger Anzeiger und wir haben ein Pfarrfest an der Marienkirche und da werde ich heute mal mit meiner Kamera hingehen und einen Außenbericht machen und da bin ich mal gespannt, was da zusammenkommt und überhaupt, was da los ist. Da bin ich ja ganz neugierig. Der Facebook-Blog heute wird natürlich wie jeden Tag auch sonntags, muss ich die Werbung machen, präsentiert von der Handelsvertretung Lehmann aus Halle und ich muss die Werbung nicht machen, das mache ich gern, das kommt noch dazu, denn der Jörg Lehmann, das ist nicht nur jemand, der ein interessantes Angebot auf seiner Homepage hat, sondern er hat auch ein wirklich nettes, liebes, freundliches Wesen und das können alle die nachlesen, die mit ihm bei Facebook befreundet sind. So viel zu diesem Thema der Werbung. Überhaupt hat ja Facebook in dieser Woche einiges an Neuerungen wieder herausgebracht. Da muss man sich erstmal durchwuseln. Es gibt neue Listen, neue Anwendungen und ich habe auch noch einen Bericht gepostet in meinem Profil aus der Taz zu Mark Zuckerberg und wie er mit den Daten der Facebook-Nutzer umgeht. Und ich denke, das ist ganz interessant, sich das mal durchzulesen. Also entweder bei mir im Profil oder bei der Taz. Taz.de übrigens, ja. Und wir haben weiteres im Programm. Erntedankfest heute in Österreich und erst in der kommenden Woche in Deutschland. Vielleicht mag es daran liegen, dass man in Österreich die Ernte aufgrund der etwas südlicheren Lage noch eine Woche früher einfährt als in Deutschland. Ich weiß es nicht, aber wenn es jemand weiß, bin ich dankbar, wenn man es vielleicht posten würde, warum denn Erntedankfest in Österreich eine Woche früher ist. Wir haben ein Geburtstagskind des Tages, das ist heute der Schauspieler Michael Douglas, der sich ja von seiner schweren Krankheit so gut erholt hat. 67 Jahre wird er heute und ich denke, er hat allen Grund zu feiern. Und ich habe jetzt keinen Ausschnitt speziell für oder über Michael Douglas ausgewählt, sondern mal über seine deutsche Stimme. Die deutsche Stimme ist auch gesichtsbekannt als Schauspieler, denn er hat unter anderem auch in der Schwarzwaldklinik mitgespielt. Volker Brandt spricht Michael Douglas. Hi. Das Geheimnis des Erfolges von so manchen Hollywood-Stars liegt sicher auch in deren Stimme. In Deutschland bekommen wir sie meist gar nicht zu hören, sondern die von deren Synchronsprechern. Bei Michael Douglas ist es die unverwechselbare Stimme von Volker Brandt. Aber manchmal kann man dort am besten bei Verstand bleiben, durch die Gitterstäbe sehen und rufen, hey, sind denn da draußen alle verrückt?
Seit mehr als 30 Jahren spricht Volker Brandt für Michael Douglas. Manchmal sogar live, wie damals bei der Verleihung der Goldenen Kamera 1990. Sie wundern sich sicher, dass ich so gut Deutsch spreche. Sehen Sie die fünfte Reihe? Dort sitzt mein Freund und deutsche Stimme, Volker Brandt. Die beiden sind einander mehrfach begegnet, was nicht unbedingt üblich ist zwischen Hollywood-Star und deutschem Synchronsprecher. Schließlich hat Michael Douglas auch eine dauerhafte spanische, italienische, chinesische, japanische und indische Synchronstimme. Das ist ja immer ganz interessant, dass die deutschen Stimmen manchmal gar nicht so kompatibel sind mit der Originalstimme des Schauspielers. Und deswegen sehen sich ja viele lieber das Original an. Aber ich finde, Volker Brandt, der spricht den Michael Douglas ja recht glaubwürdig. In diesem Sinne wünsche ich euch das Beste, was euch heute noch passieren kann. Bei Radio VAR gibt es heute um 16 Uhr den Schlagerexpress und um 18 Uhr die Hitparade Top 25 in der Wiederholung für die, die es nicht in der Erstausstrahlung gehört haben. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Und ihr wisst ja, ich bin bei euch, ich bin bei dir. Morgen bin ich wieder hier, gebe ein Bussi links, ein Bussi rechts und bleibt mir gewogen. Bis morgen. In diesem Sinne ein herzliches Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, the clanking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor. Money. Lollipop, lollipop, oh, lollipop.